Ja, moin moin Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde FIFA 16 in der Trainerkarriere mit dem VfL Osnabrück in der zweiten Saison. Also, zweite Liga können wir abschreiben, nach der Leistung gestern gegen Chemnitz oder vorgestern, je nachdem wann dieses Video kommt, können wir auch das jetzt knicken. Nebenbei ist Magdeburg vorbei, weil die gewonnen haben. Ich will der Mannschaft nichts unterstellen, aber das, wie die da wieder gestern verteidigt haben und was die da gemacht haben. Ich weiß es nicht. Eigentlich will ich mich doch gar nicht mehr drüber aufregen. Es ist jetzt gerade so, wie es ist und man kann es ja einfach nicht ändern. Die Mannschaft, weiß ich nicht, ob die durch sind, keinen Bock mehr haben. Aber darüber kann man jetzt philosophieren, wie man will. Ich will ja nichts unterstellen, aber wenn die. Weißt du, dann war doch so, haben die das 1-1 geschossen? Und dass sie da nicht nachlegen und dann so ein blödes Gegentor sich fangen. Ah, mein Gott. Ich kann einfach nur hoffen, dass jetzt irgendwie es noch geschafft wird, dann genug Geld zusammenzukriegen, dass sie die Lizenz bis Ende Mai dann von DFB bekommen. Und anschließend dann. Ja, nächste Saison wahrscheinlich dann auch ohne DFB-Pokal sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren, einigermaßen gutes Team aufbauen und dann wollen wir mal gucken. Ne? Kann man gerade nichts dran ändern. Drüber aufregt hätte man sich vor sieben, wenn man es gewusst hätte, wie es heute aussieht, hätte man sich vor 7 Wochen, ja, 7 Wochen drüber aufregen können, denn da sah die Welt noch ganz anders aus. Und die wollen einfach alle mal mit Schweben haben. So, jetzt, andere Sache. Pressekonferenz mache ich nochmal eben. Es geht gegen. Weiß ich, kenne ich gar nicht. Bielefeld, gibt es das überhaupt? Nein, Spaß. Moment, ich reden. Es geht gegen Arminia Bielefeld. Und. Habe ich jetzt Angebote für Linksverteidiger gemacht? Ich habe so lange. Schon, ja, kein. Ich weiß gar nicht, muss mal echt gucken, ob man irgendwo sehen kann, wo man diese Wechselübersichten hat. Ansonsten müsste ich natürlich mal gucken, dass wir noch einen Linksverteidiger bekommen. Ich gucke jetzt mal in die Mannschaft, bevor ich hier irgendwie eine Scheiße laber. Ne, haben wir nämlich nicht. Merkens verletzt. Da brauchen wir jetzt noch einen Linksverteidiger, das steht ja schon mal erstmal fest. Suchen wir mal einen Deutschen. Sowieso schon schwer genug zumindest zu sehen, wo ich die Entwicklung sehen kann. Ich glaube, ich habe für zwei Linksverteidiger. Alter, was? Tim Gorschlüter ist 40 Jahre alt, Linksverteidiger und spielt noch. Aber da kann ich nur sagen, Respekt an die Nachbarn aus Lotte, ey.
Europa League, Ligabetrieb und DFB-Pokal, die Spieler fit zu halten, und irgendwann verletzen die sich am laufenden Band und dann habe ich nur noch ein B-Team und das ist mein Problem mit dem Training. Aber gut, kann natürlich sein, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal auf die Alm, ja, zu den Kühen. Also auf der Alm, da steht eine Kuh. Halleluja. So, ich wechsle jetzt mal Katschunga für Menga aus. Warum bei Piso immer noch? Ich meine, es ist deine erste gelbe Karte, gehe ich von aus. Oder wir, gelbe Karten werden nicht mit übertragen. Das wäre mir ganz neu. So, dann möglicherweise noch den Pascal Richter. So. Und Hohnstedt bringe ich mal rein. Ich werde davor gespielt. Cazorla, okay. Ja, das passt mir erstmal so. Und dann gehen wir nochmal rein. Also haben wir jetzt dem Bochum mal eine Anfrage gestellt. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Das machen wir erstmal nicht weiter, denn wir gehen jetzt auf die Bielefelder Alm in die Bundesliga. In die zweite Bundesliga, drittes Spiel. Ein Art Derby würde ich jetzt nicht sagen, aber ein interessantes Spiel hatten wir schon gegen St. Pauli. Und jetzt geht das Ganze gegen Arminia Bielefeld weiter. Was mich ein bisschen wundert. Was ich wirklich krass finde. Ich will da jetzt Bielefeld eigentlich auch nichts unterstellen, aber als wir damals zweite Liga noch gespielt haben, war das Stadion immer rappelvoll. Ja, das war immer so ein Highlight, mal zweite Liga zu spielen. Bielefeld. Also, wenn ich mir dazu angucke, es kann auch sein, dass die alle auf der Haupttribüne sitzen, aber auf der Gegend gerade von der Haupttribüne ist ja kaum was los, ey. Das wundert mich so ein bisschen. Ich meine, so zweite Liga, klar, die gammeln im Mittelfeld rum, haben, ich glaube, super viele Spiele unentschieden gespielt diese Saison, also Bielefeld. Naja. Dann gehen wir also rein in die nächste Partie gegen Bielefeld. 2-0 würde den Trend weiterbringen. Aber wir gucken erstmal. Ja, DFL Supercup kann ich halt nicht zu sagen. Das war halt bitter. Und Kimmich mit der ersten Möglichkeit. So. Also beginnt doch schon mal eigentlich ganz gut. Da kommt der Körper. Boah, ey, hätte ich das Ding im Bauch gekriegt, ne? Dann hätte es mich erstmal wiederbeleben können. So, Pascal Richter bei der Ecke. Kimmich ich ein bisschen mal entgegen. Oh Gott. Aber bisher kein Problem. Alvarez. Wenger, Ball kommt nicht an. Junge, Junge. Und nicht alles so komplett durchgeplant. Weil erstmal Hober, der ist extrem schnell. Fuß dazwischen, aber stark verteidigt von Dircho. Der bietet sich auch wieder an. Aber ich brauche trotzdem noch mindestens einen Ersatz für die linke Seite. Muss halt gucken, wie stark der Bochum als Falls für den kriegen. Jetzt geht's mal schnell. Menga. Katschunga erstmal auf der Bank. Gegen St. Paulia Spieler des Tages ein Tor vorbereitet, eins selbst gemacht. Und ich bin mal auch gespannt, wie in der nächsten Saison also der Typ von Lüneburg, der Stürmer, der hat ja, glaube ich, 20 Tore oder so. Oder auf jeden Fall steht er auf Platz 2 der Torschützenliste. Ja, ob der mal ein paar mehr Tore schießt, diese nächste Saison. Also wir wollen erstmal, davon will ich jetzt erstmal ausgehen, ich will jetzt nicht anfangen und sagen, oh, warte mal ab, nachher sitzen wir ganz tief unten, weil wir die Lizenz nicht bekommen. Warum wollen wir jetzt erstmal nicht ausgehen? Ich habe, glaube ich, also ich mache heute auch noch alles fertig, dass meine Dauerkarte dann verlängert wird. Wäre natürlich super bitter, wenn die dann die Lizenz nicht bekommen, aber ja, mein Gott. Da hat man wenigstens alles versucht und im Großen und Ganzen war es jetzt auch keine so schlechte Saison, ne? Ist halt nur bitter, dass man halt sich wirklich innerhalb von ein paar Wochen alles verbaut, was man sich innerhalb der Saison aufgebaut hat. Weil man hätte gegen den Regionalligisten sehr gerne gewinnen, ich will sogar sagen gewinnen müssen.
Dann wäre wenigstens, dann wäre Druck rausgewiesen. Dann hat man DFB-Pokal und das hätte mir persönlich schon gereicht. Nächste Saison ein Highlight, erstmal direkt DFB-Pokal. So. Aber selbst das haben sie sich ja verbaut. Und ich finde, man sieht auch nicht wirklich da den Willen der Mannschaft. Sorry, ist leider so. So, wer war das jetzt? Gaudinho. Gaudino. Genau, habe ich auch noch für ein Leihgeschäft von München. Richtig schön den Bayern ein paar Spiele abgenommen. So, Michael Lohnstedt bei der nächsten Ecke, dann ist Kimmich da. Aber stark gehalten. Jetzt mal Richter. Kimmich kommt jetzt mal nicht dran, Ball geht aber raus. Und Richter wird da gelegt und es gibt einen klaren Freistoß und finde ich sogar auch eine Gelb gerechtfertigt. Ja, gibt auch die Gelb. Eigentlich keine Chance auf den Ball. Lass ich nochmal gucken. Ne, da werde ich Alvarez schießen lassen. Gar nicht so ungefährlich. War doch sehr mittig und dann auch sehr, sehr mittig über die Latte drüber. Erst halbzeit jetzt fast oben, vielleicht noch was Schnelles. Macht's aber ruhig, schön. Dann Alvarez, aufgehalten. Weil ich auch nicht für Alvarez gedacht. Oh Gott, Fehlpass von Piso. Aber holst du den Ball da wieder? Alvarez. Alvarez! Also Chancen auf jeden Fall da. Ein Ball hätte auch ruhig mal reingehen können. Sollte aber noch nicht. Bielefeld bisher sehr, sehr ungefährlich. Somit steht 0 zu 0 zur Halbzeit. Und ich glaube, ich wechsle jetzt direkt schon mal Kimmich aus. Das ist schon konditionell schon ein bisschen schwächer aus. Hat aber ein gutes Spiel gemacht. Dicke Torschussmöglichkeit am Anfang der Partie. Und da sitzt er auch schon auf der Bank. Und dann geht's weiter. Blöd eigentlich nur, wir sind jetzt glaube ich nicht in der ersten Runde vom DFB-Pokal dabei. Finde ich eigentlich schade. Weil das auch noch nach dem Prinzip Erst- und Zweitligist hat in der ersten Runde frei los und tritt erst in der zweiten Runde im DFB-Pokal an. Ja, Annahmefehler. Hat aber durch diesen Pass ein bisschen das Tempo rausgenommen. Boah, klares Foul von Chahed. Der war auch nicht kommen sehen. Gaudinho. Raus auf Menga. Und Menga! Und der Ball geht aber auch nicht rein. Leckt mich am Arsch. So, gibt es noch nachträglich Geld für Chahed, denke ich mal. Ja. War aber, denke ich mal, vorauszusehen. Die Aktion hatten nicht, gehen wir von aus, haben da nicht gesehen. Absicht kann man da auch nicht unterstellen. Na, da gibt es dann auch den Freistoß, obwohl ich da sagen muss,
Das war eigentlich kein Freistoß. Und auch kein Foulspiel. Und Alvarez viel zu eigensinnig. Muss einfach die Flanke bringen. Ha, komm. Also jetzt muss man nochmal die Kirche im Dorf lassen. Wobei kommt Villas aber erstmal da. Maldinho auch. Maldinho, ich will dann keinen Brasilianer rausmachen. Und dann Richter. Gut gespielt. Ball kommt an. Zusammenspiel jetzt da komplett frei über rechts. Stark gehalten. Und Gaudinho. Dann hapert es doch wohl an der Chancenverwertung zum Schluss. Schöne Flanke aber auch Alvarez von Richter. Und Gaudinho hat die halbe schön. Und Richter nochmal. Und der Pass ist zu weit. Und das hätte im Normalfall eine Rot gegeben. So, jetzt bringe ich Chahed. Und dann bringe ich Groß. Chahed geht ins Zentraloffensive. Den Stürmer bringe ich jetzt Katschunga. Vielleicht kann der ja noch was machen. Wenn alle anderen nicht treffen. Ist wahrscheinlich jetzt verletzt. Und nochmal Gaudinho. Menga, das war dann Abseitsposition, denke ich. Ja. Und nochmal. Ja, doch, klares Abseits. Nochmal schnell gespielt, nochmal Menga. Vorsicht nochmal raus. Flanke kommt, aber Katschunga kommt nicht dran und gibt nochmal Eckball. Letzten, ich sag mal 10 Minuten, 2 Minuten gibt es nochmal Nachspielzeit drauf. 10 Minuten laufen. Menga nochmal, aber dann ist wieder Hesel da. Der bis hier hinten super Spiel macht. Ich muss sagen, der beste Spieler von Bielefeld. Ah, dann ist da keiner. Dann kommen die Pässe nicht richtig an. Und auch hier wieder. Und Achtung! Jetzt kommt Bielefeld plötzlich dann doch mal vors Tor. Oh, gibt sogar 4 Minuten drauf. Und vielleicht jetzt nochmal was von Katschunga zu sehen. Oh, was ist das für ein Pass? Dann ist Feierabend, also das erste Unentschieden in dieser Saison. Das heißt, die Siegesserie von 2 Siegen wurde das jetzt mal beendet von Bielefeld. Aber würde ich auch sagen, mit viel Glück. Wir hatten Riesenmöglichkeiten zum Teil. Aber gut, hatte nicht haben sollen, sein, tuten, wie auch immer. Ne? Also sollte nicht sein. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.